Hallo, was ist denn eigentlich ein RFLP oder Restriction Fragment Length Polymorphism? Ja, oder auf Deutsch könnte man sagen, verschieden lange Stücke beim Restriktionsverdau. Klingt sehr viel primitiver. Ja, nicht überraschend, ein RFLP ist nichts Besonderes. Ja. Was macht man? Die genomische DNA wird durch Restriktionsenzyme spezifisch geschnitten. Beispiel hier ein ganz, 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 ganz winziger Ausschnitt aus dem aus einer DNA-Sequenz ist auch nur ein Strang angegeben. Eigentlich müsste es doppelsträngig sein, natürlich, ja, in echt. Aber zur Einfachheit halber jetzt nur ein Strang angegeben und ein ganz winziger Ausschnitt von der DNA, die, sagen wir mal, bei einem Chromosom ja durchaus 100 Millionen Basenpaare lang sein kann, ja, wird durch BAMH1 bei GGATCC geschnitten. Ja, hier ist die Schnittstelle. Natürlich hat BAM auch noch viele, 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 viele und so weiter. Viele Schnittstellen im Genom, statistisch alle 4096 Basenpaare. Aber die sind natürlich nicht alle jetzt gerade 4096 entfernt, sondern das ist nur der Mittelwert. Ja? Also die sind auch, können auch manchmal 10 Kilobasen oder 20 oder noch länger auseinander liegen und manchmal liegen halt auch 3, 4 direkt nebeneinander. Ja? Also was entsteht dabei? Ein Bandensalat. Ja? Jetzt haben wir dann eine Mutation. Wir haben hier das GGATCC, die Erkennungsstelle von BAMH1, wird jetzt zufällig durch die Mutation getroffen. Ja? Kann ja passieren, ganz zufällig. Und dann ist jetzt hier, entsteht GGATTC und das Enzym kann diese Sequenz nicht mehr erkennen. Das Enzym ist vollkommen aufgeschmissen. Das kann es nicht schneiden, also an der Stelle. Aber an den anderen Stellen natürlich immer noch. Ja? Es wird also überall geschnitten. Geschnitten, 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 nur da nicht mehr, ja, weil da jetzt halt eine Veränderung ist. Ja? So einfach. Folge, keine BAM-Schnittstelle mehr, es entsteht ein minimal veränderter Bandensalat. Ja? Also das ist von, was weiß ich, 150.000 Schnittstellen ist jetzt eine verändert. Ja? Das ist 0,0000 irgendwie Prozent, ja, verändert. So. Ist die veränderte Schnittstelle jetzt zufällig, auch wieder zufällig in der Nähe, wenige Kilobasen entfernt oder sogar noch näher von einem pathogenen krankmachenden Allel, dann wird der RFLP und das Allel gemeinsam vererbt. Ist so ungefähr, kann man sich vorstellen, als ob der RFLP und das Allel halt Händchen halten. Ja, die sind ganz dicht beieinander. Und nur wenn jetzt hier zufällig ein Crossing Over reinkrätscht, ja, und die beiden trennt, ja, auch hier wieder Zufall, müsste genau zwischen reinpreschen und das hier abtrennen, dann nur dann, ja, wird das nicht gemeinsam vererbt. Deswegen kann man sagen, so in aller Regel markiert der RFLP dann das Allel. Ja. Im Spezialfall ist die veränderte Erkennungssequenz oder die neu dazugekommene Erkennungssequenz, kann ja auch sein, die führt dazu, dass jetzt das Gen plötzlich pathogen wird. Beispiel dafür wäre die Sichelzellenanämie. Aber auch hier gilt, der RFLP markiert ein Allel. Hier ist es sogar fürs Crossing Over noch schwieriger, hier rein zu grätschen. Ich meine, das Crossing Over will natürlich nicht reingrätschen, ist ein zufälliger Prozess. Also es kann fast hier nicht mehr getrennt werden. Ja. So, wie werden einzelne Banden im Bandensalat sichtbar gemacht? Die Lösung, wir machen einen Southern-Blot. Ja. Wir plotten das auf eine Membran und markieren dann mit einer markierten Sonde die Banden oder die Region mit der Schnittstelle wird mit PCR amplifiziert. Jetzt haben wir ein Beispiel. Wir haben hier 3 Kilobasen amplifiziert und wir führen jetzt eine Schnittstelle ein nach 1000 Basen. Die ist jetzt da, ja, die ist halt immer da. Ja. Das ist Zufall. Ja. Da ist eine Schnittstelle nach 1000 Basen. Und wenn man das dann schneidet, dann entsteht hier aus diesem Amplifikat entstehen 2 Banden, eine kurze, eine lange, eine 1000, eine 2000 Basen lange. Ja, insgesamt 3 Kilobasen. So, durch Mutation entsteht jetzt zufällig nochmal eine Schnittstelle. Kann sein, gell? Zufall. Ja. Und das verändert jetzt dieses Amplifikat beim Schneiden so, dass wir jetzt hier 3 Stücke bekommen nach dem Schneiden, ja, nämlich 1000, 1200 und 800. Ja, gibt zusammen 1000 plus 1200 plus 800, macht auch wieder 3000. Also wir haben jetzt aber 3 Stücke. So, also ohne Mutation habe ich 2 Banden, mit Mutation habe ich 3 Banden. Homozygot kann ich entweder die beiden Stücke haben, 1000 und 2000, oder ich kann natürlich auch homozygot sein für die veränderte
durch Mutation veränderte zusätzliche Schnittstelle, dann habe ich eben 800, 1000 und 1200 Banden, Basenpaarbanden doppelt vorliegen. Heterozygot, der ist jetzt ganz wild, der hat jetzt 800er Bande, 1000er Bande dick, weil der hat einmal hier durch die Veränderung und einmal unverändert. Also zweifach in der Konzentration, die 1200er Bande hat er nur einfach und die 2000er Bande hat er eben auch nur einfach. Also hier ein schönes Muster, das hier entsteht. Und aufgrund dieses Musters kann ich eben sagen, jemand ist homozygot, heterozygot oder was auch immer. Ja? Vom Genotyp. Das ist genau der Sinn und Zweck von diesem RFLP. Anstelle die DNA zu sequenzieren, schaue ich einfach nach durch einfachen Restriktionsverdauung. Geht viel schneller natürlich. Ja. Was ist denn der Mensch? Ist er homozygot oder heterozygot? Natürlich könnte ich auch sequenzieren. Heutzutage ist Sequenzieren so schnell, dass man fast sagt, okay, man macht PCR und sequenziert es mal eben schnell durch. Viel schneller. Ja. Aber früher und bis vor wenigen Jahren war das einfach so eine Standardprozedur und man macht es heute wahrscheinlich vielen Laboren immer noch, weil das halt einfach so standardmäßig sich sehr gut durchführen lässt. So, unterschiedliche Banden ist auf jeden Fall immer das Ergebnis auf dem gefärbten Gel. Ja? Das ist ein RFLP. Einfach ein unterschiedliches Bandenmuster auf einem DNA-Agarose-Gel, nichts anderes. Ja. Was dann Rückschlüsse darüber erlaubt, ist die Person, die man da analysiert, homozygot für ein Allel, heterozygot. Ja, das ist der Sinn und Zweck eines RFLPs. Mehr steckt da nicht dahinter.